Sag mal, was meinst du, wie lange wir nach Wasserburg brauchen? Eine Stunde? Oh, eine halbe Stunde, wenn wir Gas geben. Dann müssen wir aber ganz schön pesen, Mann. Du sag mal, wir könnten eigentlich beim Sepp vorbeibrettern, der hat einen neuen Hobel. Vielleicht kommt er mit? Super, dann sind es wenigstens schon zwei, die ich abhängen kann. Ich glaube, für Wasserburg ist schon ein bisschen spät. Fahren wir in die Kiesgrube. Geil, da können wir so richtig die Sau auslassen, Mann. Ich fand's gut heute, obwohl der Schnee nicht so doll war. Jessie ist gut Schlitten gefahren. Bei dem schönen Wetter kein Wunder, da friert sie ja auch nicht. Nicht wahr, Jessica? Und bei euch beiden komme ich schon gar nicht mehr mit. So saust ihr die Piste runter. Ich will morgen wieder Skifahren. Das geht leider nicht. Der Florian hat sich bei der letzten Abfahrt total die Skier unten aufgekratzt. Ja, typisch. Die müssen in Reparatur gebracht werden. Machst du das nächste Woche? Und außerdem hatten wir doch ausgemacht, dass wir morgen im Zoo das kleine Eisbärbaby anschauen. Eisbärbaby! Immer in den Zoo! Ist ja langweilig. Das muss man. Wir sind ja gleich zu Hause, Mäuschen. Wenn die Ski wieder in Ordnung sind, dann... Florian? Warte bitte einen Augenblick. Ich will eben Lubas den Schlitten zurückbringen. Okay. Pass bitte so lange auf die beiden auf. In Ordnung. Ja, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich auch. Schaffst du es, Florian? Ja, klar. Mein lieber Schatz, bleib schön hier bei dem Buben, nicht? Maschine gerannt. Das ist wieder typisch, erst rasen wie ein Idiot und dann nicht schuld gewesen sein. Das Kind ist schuld. Das Kind ist schuld. Mein Taxi kommt hier. Ihr liegt in der Maschine. Bleiben Sie da. Ich hole den Notarzt. Da vorne ist ein Unfall passiert. Eine Frau ist schwer verletzt. Können Sie bitte die Polizei und den Notarzt rufen? Ja, kann ich. Ist der Kofferraum auf? Er ist offen. Zentrale von 3662 dringend. 3662. Eine verletzte Frau, Blumenstraße, Höhe 56, ist MHD und da Streife, bitte. Bitte zum Flughafen. Ja. Sie müssen doch gesehen haben, dass da ein Kind auf die Straße gelaufen ist. Brigitte, mein Gott, was ist denn passiert? Brigitte, hörst du mich? Wieder einmal ist es passiert. Am helllichten Tag auf einer fast leeren Straße, in einer verkehrsberuhigten Zone. Und warum? Weil eine Familie nach einem Skiausflug vielleicht etwas zu sorglos war?
weil ein Kind auf die Straße lief und im entscheidenden Moment ein Motorradfahrer zu schnell fuhr? Tragische Zufälle, die dazu führten, dass eine junge Ehefrau und Mutter schwer verletzt wurde und bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Michael Neumeier, der junge Motorradfahrer, wird von der Polizei noch am Unfallort als Beschuldigter vernommen. Weil er sich unschuldig fühlt und um Schadensersatz für sein beschädigtes Motorrad zu bekommen, geht er zu einem Anwalt. Er erzählt ihm, dass er am Samstag, dem 4. März um 16.30 Uhr, mit seinem Freund unterwegs zu einer Kiesgrube gewesen sei, um dort Fahrübungen zu machen. Als sie durch die Blumenstraße fuhren, habe sein Freund einen ziemlichen Vorsprung gehabt und er habe versucht, ihn einzuholen. Und dann lief plötzlich vor mir so ein Kind auf die Straße. Ja, also ich bin links weg und eben durch das starke Reinlegen ist mir das Motorrad unter den Hintern weggerutscht, hat dann eine Frau erwischt. Wissen Sie, ob dort irgendwie eine Geschwindigkeitsbeschränkung unterhalb 50 km/h ist? Also die Polizei hat mir gesagt, dass da ein Tempolimit, aber das hätte ich ja nicht gesehen. Welche Geschwindigkeit hätten Sie höchstens fahren dürfen? 30. 30. Und wie schätzen Sie Ihre eigene Geschwindigkeit ein? Vielleicht 50 oder so. Es wird vielleicht drauf ankommen. Ich kann Ihnen nichts dafür, ich habe dem Kind das Leben gerettet. Das wird sich hoffentlich herausstellen. Sie fahren also hinter Ihrem Freund her. Hatten Sie ihn noch im Blickfeld? Oder? Also ich sah ja, wie er die Straße entlang gefahren ist. Ne? Und dieses kleine Mädchen, das kam von rechts? Das kam von rechts, ja. Es kam zwischen zwei Autos rausgelaufen und... Also dort haben Fahrzeuge geparkt, auf der rechten Seite? Ja. Auf der linken Seite auch? Gott sei Dank nicht, weil sonst wäre ich ja da auch noch reingefahren. Da wäre mir wesentlich mehr passiert, ne? Und dieses Kind, wie alt war das? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein kleines Kind, man hat es nicht gesehen. Und wann haben Sie denn dieses Mädchen zum ersten Mal wahrgenommen? Unmittelbar vor mir. Das lief plötzlich raus. Und alle Distanz können Sie nicht schätzen? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das lief einfach auf und blieb stehen. Wo blieb es denn stehen? Ungefähr Straßenmitte, würde ich sagen. Etwa Straßenmitte. Wie breit war denn da die Straße ungefähr? Ja, so 5-6 Meter. Also, ich konnte nur noch die Kupplung ziehen und ausweichen. Würden Sie sagen, dass Sie die Gewalt über Ihr Motorrad verloren haben? Oder ist das alles geplant gewesen, sozusagen ein geplanter Sturz, um das Kind zu retten vor Verletzungen oder Schlimmeren? Das ist schwer zu sagen. Ich bin nur froh, dass ich das Kind gerettet hätte, weil es wäre sonst tot. Glücklicherweise, natürlich. Wie war denn die Fahrbahn? Gut. Seit wann fahren Sie Motorrad? Michael Neumeier hat seit 3 Jahren den Führerschein Klasse 1 und 3. Seine jetzige Maschine vom Typ Enduro fahre er seit einem Jahr. Er sei ein guter Fahrer und melde auch im Winter sein Motorrad nicht ab. So, nun hat das Motorrad, als es rutschte, eine Frau getroffen, sagten Sie. Das ist übrigens die Mutter von dem Kind, das habe ich erfahren jetzt mittlerweile. Das Kind wollte hinter der Mutter herlaufen. Wahrscheinlich. Haben Sie die Frau überhaupt vorher wahrgenommen? Nö. Kann das sein, dass die gar nicht mehr auf der Fahrbahn war? Die war sicherlich nicht mehr auf der Fahrbahn, weil die lag ja dann auf dem Gehsteig. So, nun ist die Frau gestürzt und ist sie dann verletzt, oder? Ja, die lag halt am Boden und hat so ein bisschen geblutet und... Ist sie denn bei Bewusstsein gewesen, oder? Irgendwie wieder zu sich gekommen? Ich glaub nicht, die lag nur am Boden. Ich konnte mich doch nicht da und auch noch um die Frau kümmern, das Motorrad war im Arsch. Mein Arm tat mir weh, das Knie tat mir weh. Und die blöden Bullen haben mir da unsere scheiß Fragen gestellt. Nein, wir wollen hoffen, dass es wenigstens der Frau inzwischen wieder gut geht. Der Anwalt bittet Michael, eine Unfallskizze zu zeichnen. Er schildert, wo er in die Blumenstraße eingebogen und an welcher Stelle das Kind auf die Fahrbahn gelaufen war. Gut, und wie ist das Motorrad dann weitergerutscht? Also ich bin hier so rüber und das Motorrad ist dann in die Richtung weitergeschlittert. Zack, und muss hier dann irgendwie die Frau erwischen, die hier irgendwie rumgelaufen ist. Ja, wenn es die Mutter von dem Kind ist, was macht die auf der Seite und das Kind ist da drüben? Das ist doch Blödsinn. Ja, ja, das müssen wir aufklären. Hm. Wissen Sie denn, ob Zeugen am Unfallort waren? Ja, da war bloß so eine, die wollte in ein Taxi steigen, aber die hat mich angeschrien wie nochmal was und überhaupt die Leute mich da behandelt haben, die Polizisten, ja. Die haben zu mir gesagt, ja, ich wäre schuld, fahrlässige, irgendwas weiß ich. Hätte nur noch gefehlt, dass sie mir einen Führerschein wegnehmen. Motorradfahrer sind sowieso immer schuld. Eine arme junge Mutter, die auf der Straße liegt, muss man weiß. Das werde ich sowieso nie verstehen. Die Eltern sind doch eigentlich schuld, weil die hätten doch auf das Kind aufpassen müssen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich lasse mir die Polizeiakten kommen, dann werden wir den Fall genau besprechen. Ja. Nachdem, was Sie mir schildern, könnte schlimmstenfalls auf Sie zukommen. Vorwurf einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Ja, warum denn? Ich habe doch dem Kind das Leben gerettet. Ja, aber Sie haben andererseits, sind Sie ja ursächlich dafür, dass die Frau
verletzt ist. Also, ich bin ja nicht da, weil ich mich schuldig fühle, sondern weil ich wissen will, wer mein Motorrad zahlt, ja? Zunächst einmal sollten Sie unbedingt vorab den Unfall Ihrer eigenen Haftpflichtversicherung melden, und zwar auch dann, wenn Sie sich unschuldig fühlen. Es kommt beim zivilrechtlichen Schadensersatz nicht nur auf das Verschulden an, sondern Sie können auch aus Gefährdungshaftung haften, nämlich dann, wenn nicht bewiesen werden kann, dass Sie sich in dieser Situation so gut verhalten haben, wie es eben ein gewissenhafter, guter Motorradfahrer nicht besser gekonnt hätte. Es ist zu hoffen, dass auf der Gegenseite, falls Sie Ansprüche haben, eine Versicherung hinter dieser Familie steht und hinter dieser Frau. Ich habe einen Strafantrag gestellt mit Vorbehalt. Ja, der Strafantrag, der würde auch nur bedeuten, dass gegen diese Frau ermittelt wird, ob sie zum Beispiel ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, und dadurch letzten Endes den Unfall herbeigeführt hat. Und dafür spricht einiges, aber Sie können alle Schäden, die Sie haben, die können Sie geltend machen. Michael gibt an, dass er sich bei dem Unfall Prellungen am Knie und an der linken Hand zugezogen habe und 3 Tage krankgeschrieben sei. Das Schlimmste wäre, dass man Ihnen eine fahrlässige Körperverletzung vorwirft. Vielleicht sind Sie auch so schnell gefahren. Es könnte sein, dass ein Sachverständiger eingeschaltet wird, der könnte errechnen, wie schnell Sie gefahren sind, wie Ihre Ausgangsgeschwindigkeit war. Wenn die über 30 lag, dann würde das natürlich gegen Sie sprechen. Entscheidend ist die Beweislage. Der Ehemann der schwerverletzten Fußgängerin Andreas Reitenbach hatte sich nach dem Unfall sofort Urlaub genommen, um sich um seine schwerverletzte Frau und seine 3 Kinder kümmern zu können. 5 Tage nach dem Unfall stirbt Frau Reitenbach im Krankenhaus, ohne vorher das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Herr Reitenbach hat die schwere Aufgabe, seine Kinder zu trösten und zunächst den Haushalt zu führen. Um zu erfahren, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, menschliche und finanzielle Hilfe in Anspruch zu nehmen, besucht er einen Anwalt. Vor 2 Tagen war die Beerdigung meiner Frau und die Situation ist für mich irgendwo nicht mehr tragbar. Ich bin bei Perini-Moden eigentlich angestellt und wenn ich arbeite, also war ich dann immer nur übers Wochenende irgendwie zu Hause. Und ich müsste mir irgendwie eine Haushaltshilfe oder irgendwas muss organisiert werden, damit ich aus dieser Situation irgendwo rauskomme. Verstehen Sie? Nein, es tut mir leid, dass Ihre Frau gestorben ist, mein Beileid. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zunächst einmal wissen muss, worum geht's denn überhaupt? Andreas Reitenbach erzählt, nach einem Familienausflug sei er gerade im Keller gewesen, um Skier abzustellen, als zur gleichen Zeit seine Frau von einem Motorradfahrer angefahren wurde. Nach einer Woche sei sie im Krankenhaus an einem Schädelbasisbruch gestorben. Ja, und dann war ein Motorradfahrer im Spiel, der zu Fall gekommen ist, weil meine Tochter über die Straße rennen wollte. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Meine Tochter ist 4 Jahre alt. 4 Jahre alt. Ja. Hat da jemand aufgepasst auf das Kind? Ja, also meine Frau war ja da. Wir hatten uns einen Schlitten geliehen. Sie hat den Schlitten zur Nachbarin rübergebracht oder wollte ihn rüberbringen. Sie war auf der anderen Seite, Ihre Frau? Sie war bereits auf der anderen Seite, ja. Ja, aber das Kind war doch dann, wenn ich das richtig sehe, ohne Aufsicht auf der gegenüberliegenden Seite. Der Florian hat aufgepasst. Ja, und meine Frau hat es ihm ja auch gesagt, er soll auf die Jessica aufpassen. Herr Reitenbach, Sie wohnen also, das ist ein Wohngebiet, innerorts? Ja, das ist eine verkehrsberuhigte Straße. Also 30 Kilometer? Ja. Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, jetzt außer Ihrem Sohn? Nein. Nein, also bis jetzt noch nicht. Es gab eine Frau, die an dem Unfallort war, die sagte nämlich dann zum Florian, also dass er also mich holen sollte. Herr Reitenbach, wissen Sie, das Problem besteht für uns einfach darin, ob überhaupt eine Haftung des Motorradfahrers da ist. Und das, was Sie mir zunächst schildern, sieht es ja im Augenblick so aus, wie wenn das Kind sich fehlverhalten hätte, wenn wir ihm dann kein Fehlverhalten, beispielsweise eine Geschwindigkeitsüberschreitung, nachweisen können. Dann wird das auch von der Haftung sehr problematisch. Die Polizei hat ja auch einen Bericht gemacht und hat mir hier eine Tagebuchnummer gegeben. Die brauche ich, denn nur so komme ich an die Akte. Ja? Ja, das ist Tagebuchnummer, also 465 war die Nummer. 465, wohl aus 89. Ja. Ja, aber das Problem, also jetzt im Moment ist, ich sitze mit meinen 3 Kindern zu Hause. Darf ich mal fragen, Sie sind was von Beruf? Ich bin bei der Firma Perini angestellt und vertrete Moden. Als Vertreter? Als Handelsvertreter. Außendienst.
oft im Außendienst, ja. Ja, wer passt denn dann auf die Kinder auf? Ja, ich passe auf die Kinder auf, nur das ist ja natürlich kein Dauerzustand, weil ich irgendwann wieder anfangen muss zu arbeiten. Haben Sie Verwandte, die sich um die Kinder kümmern können? Nein, also meine Eltern sind schon lange tot, aber die Eltern von, also meine Schwiegereltern, gut, die sind im Moment jetzt hier zur Beerdigung, aber meine Schwiegereltern wohnen in der DDR und werden also in 2 Tagen wieder rübergehen und sind jetzt nur zur Beerdigung hergekommen. Ist klar, Herr Anwart. Es wird also insbesondere, wenn ich mal unterstelle, Ihre Ehefrau war nicht berufstätig, die hat sich allein um den Haushalt gekümmert, ja? Ja. Ja. Also eins ist, es wird demnächst zuerst wohl eine Strafverhandlung sein. Da wird aber noch nicht entschieden über Ihre Ansprüche, sondern da wird nur entschieden, ob dieser Motorradfahrer dran schuld war. Eine getrennte Frage ist, wer jetzt Ihre Ansprüche reguliert. Und es geht natürlich um die Schadensersatzansprüche, aber um gleich zu sagen, nachdem Ihre Frau leider verstorben ist, kann es um Schmerzensgeld nicht mehr gehen, weil Schmerzensgeld nicht vererblich ist. Und es würde genügen, die sogenannte Gefährdungshaftung, wenn der Motorradfahrer nicht nachweisen kann, dass der Unfall für ihn unabwendbar war. Theoretisch besteht die Gefahr, dass sich Ansprüche des Motorradfahrers gegen Sie richten. Wenn ich jetzt unterstellen müsste, dass Ihre Ehefrau Ihre Aufsichtspflicht über das 4-jährige Kind verletzt hat, ich will Sie zumindest auf dieses Problem hinweisen. Ja. Das sogar so weit dann gehen kann, wenn es so wäre, dass das Gericht eine Verletzung der Aufsichtspflicht sähe, hätte der Motorradfahrer theoretisch Ansprüche gegen Ihre Ehefrau und dann gegen Sie und die Kinder als Erben. Und deshalb frage ich Sie vorsorglich, ob Sie eine Haftpflichtversicherung haben für die Familie. Ja, so eine Familienhaftpflichtversicherung, das habe ich, ja. Ja, aber wissen Sie, das Wichtigste ist irgendwie jetzt vielleicht auch die Haushaltshilfe. Und ich habe eben kein Geld mehr, weil auch die Beerdigung eben sehr viel Geld gekostet hat. Das Problem ist bei Ihnen natürlich, es genügt nicht eine Putzhilfe, denn die Kinder müssen ja versorgt, erzogen werden, betreut werden. Eine Hauswirtschafterin oder wie man sowas sagt, muss irgendwie organisiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die also mindestens 3.000 Mark kostet. Und so viel Geld verdiene ich nicht. Wir versuchen ja, das auch von der Versicherung ersetzt zu verlangen. Nur ich muss Ihnen sagen, dieses Problem Hausfrauenschaden ist zurzeit in aller Munde, weil die Schadensersatzbeträge, die bezahlt werden, unter dem liegen, das ist vielfache Meinung, die man aufwenden muss, um tatsächlich die Familie gleichwertig zu versorgen. Bei Ihnen mit 3 Kindern, da ist es schon wichtig, dass eine qualifizierte Kraft kommt und die kosten schon 3.500 Mark. Die Versicherung wird natürlich nur dann bezahlen, wenn wir dem Motorradfahrer eine Haftung nachweisen können. Ja. Und dann erst können, wenn wir die erste Frage bejaht haben, uns darüber unterhalten, wie hoch diese Ansprüche sein werden. Und da gibt es solche Tabellen, beispielsweise ein Haushalt, der mit vielen Maschinen ausgestattet ist. In diesem Haushalt braucht eine Hausfrau nicht so viel zu arbeiten wie in meinem Haushalt, der etwas primitiver ausgestattet ist. Das heißt, Sie können nicht generell sagen, der und der Betrag wird erstattet, sondern... Aber wissen Sie, bei 3 Kindern und die Hauptarbeit lag natürlich bei meiner Frau. Und wenn wir eben jetzt nicht eine modern ausgestattete Küche irgendwie gehabt hätten, dann hätte sie das überhaupt nicht geschafft. Und die ganzen Hausaufgabenbetreuung und dieses und jenes. Deshalb wird ja auch ein relativ hoher Betrag dann angesetzt werden müssen. Wir machen Folgendes. Wir müssen zunächst einmal die Versicherung ermitteln, die Versicherung des Unfallgegners. Allerdings muss ich Sie darauf hinweisen, es kann durchaus sein, dass der Gegner sein Verschulden bestreiten wird. Aber da kommt er ja nicht weiter, weil wenn er 30 gefahren wäre, dann wäre die Maschine ja nicht so weit geschleudert. Ich meine, dann hätte er ja halten können, aber es ist ja nicht passiert. Das ist ja auch der Ansatzpunkt mit der Geschwindigkeit, wo wir ansetzen wollen. Wir müssen da einen Gutachter mit beiziehen, ja. Wenn der Gutachter das Gutachten abgibt und die Versicherung erfährt ihre Situation, dann gehe ich davon aus, dass er dann schon einen Vorschuss zahlt. Dazu ist er auch dann verpflichtet. Herr Reitenbach braucht ja nun ganz dringend Hilfe für den Haushalt und für die Kinder natürlich. Und deshalb meine Frage an unseren Versicherungsexperten Wolfgang Hertel. Herr Hertel, an wen kann Herr Reitenbach sich wenden? Welche Versicherung tritt nun ein und in welchem Umfang? Herr Reitenbach kann sich an den Herrn Neumeier bzw. an die Haftpflichtversicherung seines Motorrades wenden. Und er kann ersetzt verlangen die Beerdigungskosten natürlich und auch die Kosten, die entstehen, um den Ausfall der Hausfrau und Mutter in diesem Haushalt auszugleichen. Da wäre hier zu denken an eine Hauswirtschafterin und die entsprechend zu vergüten. Nun ist ja eine Mutter mehr als eine Haushaltshilfe.
Da gibt es ja noch die Zuwendung. Es gibt das, was sie noch alles für ihren Mann tut, außer nun gerade den Haushalt zu besorgen. Und für die Kinder natürlich auch. Und da gibt es ja doch inzwischen öffentliche Diskussionen. Es gibt sogar Anfragen an das Parlament. Warum ist es so schwierig, Herr Härte? Angeblich wird die Arbeitskraft einer Hausfrau unterbewertet. Angeblich wird immer weniger Ersatz geleistet, als in der Tat der Aufwand beträgt. Es geht hier um das Problem, den Geschädigten und der Öffentlichkeit zu erklären, dass es nur um einen wirtschaftlichen Ausgleich gehen kann. Es kann nicht ersetzt werden, der Wert von zwischenmenschlichen Beziehungen und liebevoller Zuneigung zu Ehemann und den Kindern. Das sieht das Gesetz, das Schadenersatzrecht, nicht vor. Und das können weder die Richter zusprechen noch die Versicherungen ersetzen. Das ist einfach nicht möglich. Das Problem besteht, in jedem Einzelfall festzustellen, welche Arbeitsleistung hat die eine Mutter, um die es geht, in diesem Haushalt, der hier vorhanden ist, erbracht? Und was muss dafür getan werden, dass diese Arbeitsleistung nun durch andere Kräfte ersetzt wird? Es gibt Erfahrungen und gewisse Werte und es gibt den Bundesangestellten-Tarif, verschiedene Arten von Haushaltshilfen. Und man muss einfach feststellen, wie viel Arbeitszeit ist erforderlich, durch welche Kraft. Und dann kann man nachlesen, welche Aufwendungen dafür erforderlich sind. Auch das ist ein wichtiger Punkt, warum es so schwer vermittelbar ist, dass die Ersatzleistung im Grunde genommen wirtschaftlich gerecht ist, weil der Witwer, der Ehemann, sich anrechnen lassen muss, die Aufwendungen, die er erspart, durch den Wegfall der Ehefrau. Er braucht diese Ehefrau, die tot ist, nicht mehr unterhalten. Das klingt makaber und ist schwer verständlich, aber man muss einfach sehen, dass es hier nur um den wirtschaftlichen Ersatz rein rechnerisch in Geld gehen kann und nicht um andere Dinge. Es ist ein 24-Stunden-Tag. Die Mutter war ja auch 24 Stunden da. Das heißt, wenn man von einem 8-Stunden-Tag ausgeht, dann müsste man eigentlich 3 Kräfte haben für den Haushalt und die Kinder. Wenn man davon ausginge, dass die Hausfrau und Mutter 24 Stunden ununterbrochen und rastlos für die Versorgung des Ehemannes und der Kinder im Einsatz gewesen wäre, und das ist sicher nicht der Fall gewesen, weil die Mutter auch Zeiten für sich selber beanspruchen darf und auch beanspruchen wird, also werden wir hier vermutlich mit der Hilfe von maximal 2 Personen zurechtkommen. Eine qualifiziertere Kraft für tagsüber und eine einfachere Aushilfskraft für nachts. Es gibt ja noch einen anderen Punkt, Herr Härtel. Der Michael Neumeier fühlt sich ja nun schuldlos. Sollte sich das nun herausstellen, wie sähe es denn dann aus für die Familie Reitenbach? Außer der Verschuldenshaftung sieht der Gesetzgeber auch die Gefährdungshaftung vor. Wer ein Fahrzeug, Pkw, auch Motorrad im Verkehr benutzt, haftet aus der Gefahr, die dieses Fahrzeug mit sich bringt. Dass Herr Neumeier sich entlasten kann, das halte ich für ausgeschlossen. Er haftet jedenfalls nach dieser Gefährdungshaftung auch für den Ersatz der Beerdigungskosten, auch für Ersatz der Betreuungskosten, von denen wir hier ganz maßgeblich sprechen, aber natürlich nur in dem Umfang, wie er die Haftung wirklich zu vertreten hat. Man müsste noch berücksichtigen, das mögliche Mitverschulden oder die Aufsichtspflichtverletzung der verstorbenen, verunglückten Frau Reitenbach. Ja, nun wissen wir das ja noch nicht genau. Schauen wir mal, wie sich der Fall weiterentwickelt. Jetzt solltet ihr uns natürlich erstmal erzählen, worum geht es. Grüß euch. Entschuldigen Sie bitte, dass es bei mir so aussieht, aber es wächst mir ein bisschen über den Kopf. Ich wundere mich sehr, wie Sie das alles in den Griff bekommen. Ja. Schatz, lass dir mal helfen. So. Das findet die Mutter natürlich gar nicht gut. Sag mal, gehst du ein bisschen mit dem Tobias ins Kinderzimmer, ja? Ruhig, zeig mir die Spielsachen. 11 Tage nach der Beerdigung meldet sich Susanne Schröter bei Herrn Reitenbach. Sie wohnt in der Nachbarschaft. Ihr Sohn geht in den gleichen Kindergarten wie Jessica. Dort hat Frau Schröter auch erfahren, dass Frau Reitenbach an den Folgen des Unfalls gestorben ist. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Ja, gerne. Ja? Ja, bitte schön. Florian, bringst du eine zweite Tasse für die Frau Schröter? Ja, also,
Das mit Ihrer Frau, das tut mir sehr leid. Es ist nur so blöd, in solchen Situationen irgendwelche Worte zu finden. Ja. Dankeschön. Bitte. Danke. Kann ich Ihnen einschenken, ne? Oh ja. Ich bin ja erst gestern von der Dienstreise zurückgekommen. Ja. Und wie ich heute früh den Tobias in den Kindergarten gebracht habe, habe ich mich natürlich gleich nach der Mutter von der Jessica erkundigt und ja. Ja, dann diese ganze dramatische Angelegenheit erfahren und mir ihre Telefonnummer geben lassen und dachte mir, ich rufe sie an, weil ich habe den Unfall ja gesehen und... Ich war ja auch schon beim Anwalt und der hat mir auch gesagt, dass es also sehr, sehr wichtig ist, dass also ein Zeuge überhaupt... Also soll ich mich mit Ihrem Anwalt in Verbindung setzen? Sehr gerne, bitte. Frau Schröter erzählt, dass sie den Unfallhergang genau beobachtet hat und stellt sich als Zeugin zur Verfügung. Das ist wirklich sehr wichtig, also wenn Sie sich mit dem Anwalt verständigen können, weil es geht auch darum, dass irgendwie eine Schuldfrage irgendwo geklärt wird. Wie haben eigentlich Ihre Kinder den Tod Ihrer Mutter aufgenommen? Ja, also das ist wirklich ein Problem. Also vor allen Dingen mit der Jessica, ich meine der Florian, ich möchte ihn nicht so sehr darauf ansprechen. Ja. Und er sagt auch selber irgendwo nicht so viel. Aber vor allen Dingen bei der Jessica ist es eine schwierige Sache. Sie weint nachts und träumt schlecht und ruft immer Mama, Mama, Mama. Und ich sitze also wirklich die halbe Nacht bei ihr und versuche sie zu beruhigen. Klar, um die Kleine habe ich mir schon irgendwie große Gedanken gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, ob Ihnen damit geholfen ist, wenn ich in der Früh, wenn ich den Tobias in den Kindergarten bringe, nehme ich Ihre Tochter mit und ich arbeite ja nur den halben Tag, würde dann nach Hause gehen mit den beiden Kindern, koche eine Kleinigkeit zum Mittagessen, ja. Jetzt für einen koche oder für zwei, ich meine, das ist ja echt lachhaft, also das ist, macht schon gar nichts mehr aus und naja, nachmittags können Sie spielen und ich gehe mit den Kindern spazieren, ich mache halt Kinderprogramm, ich meine, das muss ich so und so mit meinem Sohn machen. Also sehr gerne, wirklich sehr gerne, weil ich das ist ja das Einzige, was ich im Moment wirklich anbieten kann. Also wenn es nur für einige Zeit ist, weil ich suche ja auch eine Hauswirtschaftshilfe und bis ich die wenigstens bekomme, weil das Problem ist, dass ich mich ja auch um die Schulaufgaben kümmern muss und mit dem Florian ja auch nachmittags irgendwie zusammen sein muss. Und im Moment habe ich mir natürlich freigenommen, aber ansonsten, wissen Sie, ich arbeite im Außendienst und bin auch sehr oft dann eben nicht zu Hause natürlich. Ja, und jetzt, wo ich diese ganze Arbeit jetzt hier machen muss und mich mit den Kindern beschäftigen muss, jetzt merke ich eigentlich erst, wie viel Arbeit meine Frau auch hatte, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie immer das Essen zu machen und sauber zu machen, den Haushalt zu führen, sondern die Hausaufgabenbetreuung. Und ich muss Ihnen sagen, ich schaffe es eigentlich kaum. Jetzt weiß ich eigentlich erstmal, was eine Hausfrau leistet und vor allen Dingen, ja, wie viel sie wert ist. Durch Frau Schröters Zeugenaussage wird auch das vom Gericht bestellte Sachverständigengutachten bestätigt, in dem festgestellt wird, dass der Motorradfahrer mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit als 30 gefahren sein muss. Ob damit auch Herrn Reitenbachs Chancen steigen, eine angemessene Entschädigung zu bekommen, hängt wesentlich vom Ergebnis der Verhandlung ab, die für den 8. August im Verkehrsgericht anberaumt ist. Also die Haushälterin, die ich jetzt habe, die Frau Heidmann, also kann ich schon sagen, die tut sich eigentlich so ganz gut. Ist die ganze Woche da, wenn ich auf Termin bin und kümmert sich um die Kinder und Tag und Nacht. Doch. Naja, und wenn ich dann zurückkomme dann am Wochenende, dann kümmere ich mich natürlich auch um Florian und so. Ja, und Frau Schröter hilft auch gut mit. Das mache ich doch gern, Andreas. Mit der Jessica. Ja, naja, und die Jessica hat sogar schon Mami gesagt zu Frau Schröter. Ja. Tja. Aber die finanzielle Belastung, also... Das ist schon arg, das muss ich Ihnen sagen. Also die ganzen 10.000 Mark Vorschuss, die ich von der Versicherung bekommen habe, die sind weg. Ja gut, aber Sie wissen, die Versicherung wendet eine Mithaftung ein mit der Begründung, Ihre Frau hätte auf die Jessica nicht genügend aufgepasst. Ja, ich weiß. Da ist der ja. Hallo. Grüß Sie. Herr ja. Heute wird gekämpft. Ja, und wie, das können Sie Gift aufnehmen. Also passen Sie mal auf, ich habe hier die Anklage nochmal durchgelesen, die Sie mir gegeben haben. Und was Sie da geschrieben haben, das finde ich ja echt fies. Der Angeschuldigte hat sich als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Und dann steht auch noch was von Entzug der Fahrerlaubnis. Also die wollen mir einen Führerschein wegnehmen. Herr Neumeier, wenn Sie mein Sohn wären, würde ich sagen, lass Dampf ab, Junge. Der Florian ist doch als Zeuge geladen. Wo ist der denn? Ja, wird gleich kommen, der ist noch beim Schwimmunterricht. Ich habe gesagt, er soll pünktlich sein. Es hat gar keinen Sinn, sich hier gegenüber dem Gericht aufzuregen und sich vielleicht über irgendwelche ungerechtfertigten Maßnahmen der Staatsanwaltschaft zu beschweren.
Sie schildern den Sachverhalt so ruhig wie möglich. Die Strafsache Neumeier mit dem Sitzungssaal. So, können wir jetzt rein? Ja. Kommen Sie, ich gehe vor. Ja, bitteschön. Der Richter eröffnet die Verhandlung und stellt die Anwesenheit der Prozessbeteiligten fest. Zeugen sind Susanne Schröte, Andreas Reitenbach, sein Sohn Florian und die Polizeibeamten Schuck und Schürgers. An der Verhandlung nehmen außerdem teil der Anwalt von Herrn Reitenbach als Nebenklägervertreter und ein technischer Sachverständiger. Florian Reitenbach ist noch nicht da? Nein, der wird gleich kommen. Der kommt etwas später, der geht noch zur Schule oder sowas, ja, ist mitgeteilt worden. Nein, der macht gerade seinen Rettungsschirm, aber der kommt sofort hierher. Also irgendwas hat er noch zu tun, der kommt später. Und dann der Richter belehrt die Zeugen über ihre Wahrheitspflicht und bittet sie, bis zu ihrer Aussage den Saal wieder zu verlassen. Dann stellt er die Personalien des Angeklagten fest. Michael Neumeier ist 23 Jahre alt, ledig, von Beruf Schalungszimmerer. Frau Staatsanwältin, wenn Sie dann bitte die Anklage verlesen. Der Angeklagte fuhr am 4.3.1989 gegen 16.30 Uhr mit seinem Kratt in südlicher Fahrtrichtung auf der Blumenstraße in München-Unterföhring, welche im Bereich einer verkehrsberuhigten Zone liegt. Die Staatsanwältin wirft dem Angeklagten vor, mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren zu sein. Deshalb habe er vor der vierjährigen Jessica Reitenbach, die kurze Zeit unbeaufsichtigt auf die Fahrbahn lief, nicht mehr anhalten können. Beim Ausweichmanöver sei er gestürzt und sein Motorrad habe dann Frau Reitenbach zu Boden gerissen und schwer verletzt. Sie erlitt unter anderem einen Schädelbasisbruch und starb am 9.3.1989 um 11.45 Uhr an den Unfallfolgen. Der Angeklagte hätte bei Beobachtung der im Verkehr erforderlichen und zumutbaren Sorgfalt den für ihn voraussehbaren Unfall vermeiden können. Die Staatsanwältin klagt Michael Neumeier eines Vergehens der fahrlässigen Tötung an. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Neumeier, Sie haben jetzt noch mal den Vorwurf, der Ihnen gegenüber erhoben wird, gehört. Ich muss Sie darüber belehren, dass es Ihnen freisteht, ob Sie dazu Angaben machen wollen oder ob Sie lieber nichts sagen wollen. Sie wollen Angaben machen. Klar. Zunächst wird Michael Neumeier nach seinen persönlichen Verhältnissen befragt. Er verdient 1800 Mark netto, zahlt 400 Mark Miete im Monat und hat keine Unterhaltsverpflichtungen. Michael Neumeier hat seit 1986 den Führerschein Klasse 1 und 3 und fährt ca. 25.000 Kilometer im Jahr. Dann beginnt der Angeklagte mit der Schilderung des Unfallhergangs. Er wollte mit einem Freund zu einer Kiesgrube fahren. Und dort Übungen, also Fahrübungen machen. Als ich dann in die Blumenstraße einbog, bin ich so 30, 40 Meter in die Straße reingefahren und urplötzlich lief dann ein Kind von rechts nach links auf in die Fahrbahn. Mhm. Und mir blieb in dem Moment nichts anderes übrig, als auszuweichen. Mhm. Und durch dieses Ausweichen ist mir dann das Motorrad unterm Hintern weggerutscht, mhm, und hat dann unglücklicherweise die Frau getroffen, die jetzt gestorben ist, was mir auch wirklich sehr leid tut. Dieses Motorrad, ist das eine spezielle Geländemaschine? Sie, ja, kannten die Maschine also, ja, recht gut, jedenfalls ausreichend. Sonst hätte ich nie so ein Ausweichmanöver machen können. Ja, Sie sind in die Blumenstraße eingebogen. Fahren Sie in voller Fahrt rein oder bremsen Sie ab? Oder? Nee, vom Abbiegen habe ich kurz abgebremst. Dann rollt die Maschine. Ja, gut. Auf welche Geschwindigkeit haben Sie ungefähr beschleunigt? Schwer zu sagen. 35, 36, weiß ich nicht mehr so genau. Wissen Sie, wie viel da erlaubt ist? Das ist eine verkehrsberuhigte Zone und da darf man nur 30 fahren. Aber an dem Unfalltag habe ich das nicht gesehen, habe ich auch keine Schilder gesehen oder sonst etwas. Gut. Sie fahren also mit dieser Geschwindigkeit, die Sie uns geschildert haben, 30 bis 40 Meter. Was passiert dann? Sie sehen ein Kind, ja, von rechts, mhm, auf die Straße laufen. Mhm. Wann haben Sie das Kind zum ersten Mal gesehen? Maximal 4-5 Meter vor mir ist das Kind rausgelaufen. Ja, schnell und langsam? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wie halt ein kleines Kind rennt. Das, mein also Gott, das war rennt, so groß. Ja, wie es rennt. Rausgelaufen. So klar. Also, ja, es war also noch ein ganz kleines Kind. Ja, ja. Sie haben das Kind gesehen, was haben Sie gemacht? Ich habe mich voll in die, mit der Maschine reingelegt. Und bei diesem Ausweichvorgang ist dann was passiert? Dadurch, dass ich mich so stark reingelegt habe, ist mir das Hinterrad weggerutscht, ja, und das Motorrad ist weitergerutscht noch ein paar Meter und auf der anderen Seite
ging ja die Mutter, warum die auf das Kind aufgepasst hat, genauso wie der Vater oder irgendwer muss ja auf das Kind aufpassen. Ja gut, da kommen wir später noch drauf. Weil Sie sagen, wie Sie eingebogen sind in die Blumenstraße, haben Sie schon am Ende der Blumenstraße oder jedenfalls in weiterer Entfernung hinter dem Unfallort Ihren Freund gesehen, der vor Ihnen herfuhr. Ja. Ja, wenn Sie den jetzt sehen, haben Sie dann noch gesehen, dass die Mutter auch die Fahrbahn überquert hat vor dem Kind? Nein, das habe ich nicht gesehen. Gut. Haben Sie sonst noch andere Personen gesehen, außer dem Kind? Die Straße war für mich frei. War für Sie frei. Der Angeklagte schildert, dass er durch den Unfall verletzt wurde. Verstauchung des linken Handgelenks, Prellungen am linken Knie und Ellbogen. Er sei eine Woche krankgeschrieben gewesen. Der Schaden an seinem Motorrad betrug 2.500 Mark. Was war denn an dem Motorrad dann kaputt? Der Tank war kaputt, das Lenkkopflager, der Gepäckträger, der Seitenständer, der Tachometer, der Lenker. Also ein verhältnismäßig hoher Schaden im Vergleich zum Fahrzeug. Ja. Gut. Und das Lenkkopflager war auch beschädigt. Ja, das sagt mir nicht viel, aber es scheint was Tragisches zu sein. Ja, unheimlich. Gut. Leider ist ja noch anderes Tragisches passiert, was wirklich tragisch ist. Ja. Denn Ihr Fahrzeug ist dann, also dieses Motorrad ist dann weggeschlittert, auf den Bürgersteig raufgerutscht und hat dort dann eine Frau, die da lief, getroffen. Ja, das ist die Mutter von dem Kind. Nachdem der Unfall passiert war, waren also Sie da, die Dame, die durch das Motorrad zu Boden geworfen war, das kleine Mädchen. Ja. Haben Sie dann andere Personen gesehen? Ja, da war dann plötzlich eine, die hat mich aber nur die ganze Zeit angeschrien und war dann auch wieder weg. Ja, später kam dann noch der Vater. Ja. Und dann noch irgendein Junge, aber das weiß ich nicht. Das, glaube ich, war der Sohn oder sowas. Gut. Ich habe zunächst keine Fragen. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja. Herr Neumeier, als Sie in die Blumenstraße eingebogen sind, haben Sie dann Ihren Freund, der vor Ihnen fuhr, tatsächlich noch gesehen? Ja. Sie hatten also nicht den Eindruck, dass Sie beispielsweise sich ein bisschen schicken müssen, um den Anschluss zu halten? Nee. An ihn? Und Sie sind sich vollkommen sicher, dass Sie nicht schneller als 35 Stundenkilometer gefahren sind? Ja. Wie erklären Sie sich dann, dass der Sachverständige darauf kommt, anhand der Spuren, dass Sie angeblich mindestens 60 Stundenkilometer gefahren sein sollen? Anscheinend hat er keine Ahnung von Motorrädern, kann ich da nur dazu sagen. Sie halten es für völlig ausgeschlossen, dass Sie sich irren könnten in Ihrer Geschwindigkeitsangabe? Man sieht doch nicht auf den Tacho. Ja, richtig. Beim Fahren sieht man ja nicht auf den Tacho. Ich muss ja auf die Straße gucken. Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass ich aufmerksam gefahren bin. Ja, aber auf den Tacho haben Sie nicht geschaut? Nein. Ah. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das Kind tot. Ja. Ja, nehmen Sie aber, dann haben Sie Fragen. Herr Angeklagter, haben Sie gesehen, dass links und rechts von der Fahrbahn Fahrzeuge standen? Geparkte Fahrzeuge. Rechts standen welche? Und Gott sei Dank, links da, wo ich gestürzt bin, nichts, weil sonst wäre ich auch noch in irgendein parkendes Auto reingedonnert. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit das an den Fotos schauen, ob das ungefähr so war. Wenn Sie mal vorkommen, dann können wir bei der Gelegenheit die Fotos einmal anschauen. Das ist Ihr Fahrzeug, dieses Motorrad. Sie sind also von da an dieser Hecke da unten eingebogen. Ja. Gut. Und Sie meinen, diese Strecke von da hinten bis hier vorne hin, das seien 30 bis 40 Meter. Ungefähr. Dann fahren Sie also hier und beschleunigen auf ungefähr 35 Stundenkilometer. Ja, also raus und hier habe ich das Kind schon gesehen, beim ersten Wagen. Wie Sie auf Höhe des ersten, am Heck des ersten in dieser Reihe geparkten Fahrzeuges waren, haben Sie das Kind daraus laufen sehen, rennen, wie ein Kind rennt. Ja, genau. Gut. Und dann haben Sie den Ausweich. Ja, richtig. Schlenkerer gemacht. Und dabei bin ich gestürzt. Und in der Art und Weise sind Sie dann zum Stürzen gekommen. Genau. Gut, keine Fragen. Dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Herr Andreas Reitenbach, bitte in den Sitzungssaal. Herr Reitenbach, wenn Sie bitte vorkommen. Ja, mein Sohn ist in der Zwischenzeit gekommen. Ja, bist du der Florian? Ja. Ja. Wart's noch mal ein bisschen draußen alleine? Okay. Ja, gut. Herr Reitenbach, wenn Sie bitte hier vorne an dem kleinen Tisch Platz nehmen. Der Handelsvertreter Andreas Reitenbach ist 39 Jahre alt. Im Zusammenhang mit dem Unfall am 4. März hatte der Angeklagte gegen Herrn Reitenbach Strafantrag wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gestellt. Der Richter belehrt den Zeugen, dass er aussagen müsse, weil das Strafverfahren gegen ihn inzwischen eingestellt worden sei. Sie hatten, so wie ich das den Akten entnehmen kann, ab dann erzählen Sie bitte Ihr Fahrzeug
wohl genau vor Ihrem Haus, Blumenstraße 47, geparkt. Ja, ja. Was geschieht dann bis zum Unfall? Ja, wir waren ja beim Skifahren. Ja. Und ich habe die Skier abgeschnallt und habe sie in den Keller getragen. Und plötzlich kommt Florian nachgerannt und sagt also, dass was passiert ist. Und sind wir rausgerannt und dann sah ich schon, dass meine Frau auf der gegenüberliegenden Straße, also auf dem Gehweg, lag. Und ich bin da sofort hingerannt und dann lag sie. Gut, nochmal zurück zum Anfang. Sie laden das Auto aus, tun die Ski runter. Ja, ja. Tragen die in den Keller. Ja. Sind Sie davon ausgegangen, dass Ihre Frau da am Auto bleibt? Oder hatte die Ihnen gesagt, du, hör mal zu, ich gehe da rüber oder sowas? Nein, aber das war klar, wir hatten uns einen Schlitten geliehen. Ja. Und ich dachte mir schon, dass meine Frau den zu den Lupus eben zurückbringt. Mhm. Und dann sind Sie runter und haben also weiter gar nichts mehr mitbekommen? Ja, nein, nur was der Florian also mir erzählt hat. Dann. Ja. Frau Staatsanwältin, haben Sie noch Fragen? Keine weiteren Fragen. Ich habe eine Frage. Ja. Herr Reitenbach, hat der Florian schon des Öfteren auf die Jessica aufgepasst? Im Verkehr? Ja, sicher. Florian, der konnte sehr gut auf die Jessica aufpassen und der hat sie dann auch ab und zu in den Kindergarten eben gebracht oder mal abgeholt. Oder haben Sie ihn dabei mal beobachtet, ob er das alles ordentlich macht? Ja, das, haben ja, Sie ihn kontrolliert? Das habe ich gemacht und da hat es also sehr sorgfältig gemacht. Also, ja, Fragen, Herr Verteidiger. Herr Reitenbach, haben Sie, als Sie ausstiegen, zusammen mit Ihrem Sohn Florian, die sind irgendwie gebeten oder beauftragt, Sachen mit runterzubringen in den Keller? Dem Florian hat es gesagt, ja. Hat Ihre Frau das gehört, als Sie zu ihm irgendwie sowas sagten, hilf mir oder? Nein, meine Frau saß noch im Auto. Danke. Herr Reitenbach wird entlassen und darf neben seinem Anwalt Platz nehmen. Dann wird sein Sohn Florian aufgerufen. Er ist 12 Jahre alt und geht in die 6. Klasse eines Gymnasiums. Ja, also es ist überhaupt nicht schlimm. Du brauchst keine Angst haben. Ja. Wenn du was dazu weißt, sagst du, das weiß ich noch, das war so und so. Mhm. Und wenn du es nicht mehr weißt, sagst du, ja, das weiß ich halt nicht mehr. Mhm. Und versuchst dich halt gut zu erinnern. Okay. Ja? Denn ich war nicht dabei und alle anderen, die hier sitzen, waren alle nicht dabei. Bis auf den jungen Mann, der da sitzt. Okay. Ja? Florian Reitenbach erzählt, er wollte gerade die Skistöcke aus dem Auto ausladen, als er plötzlich seine kleine Schwester auf der Straße sah. Ja. War der Vater dann schon weg oder war ja, der noch im Auto? Der war schon als Erster. Und wo war denn die Mami? Die war noch im Auto oder war die auch schon Nein, ausgestiegen? Nein, die war schon und wollte den Hubers, den Schlitten zurückholen. Und du hast von hinten die Skistöcke rausgeholt. Mhm. Und wer war denn noch im Auto dann? Mein Bruder, der hat die Sachen zusammengesucht. Im Auto? Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, da war da noch die kleine Schwester, die Jessica. Ja, sie stand auf dem Gehsteig. Ich hatte ihr ein paar Sachen hingestellt, die sollte sie zu meinem Vater in den Keller tragen. Mhm. Die Kleine sollte schon was in den Keller tragen. 4 Jahre. Ja, war nicht schwer. Also, und wie die Mami dann da losgelaufen ist mit dem Schlitten über die Straße, habt ihr da zu euch irgendwas gesagt? Ich komme gleich wieder oder sie hat zu mir keine gesagt, Dummheiten, ich oder? Soll auf die Jessie aufpassen. Ja? Das hat sie auch zu meinem Bruder gesagt. Ja, und was hast du dann auch auf sie aufgepasst? Ja, doch ich musste halt auch was tun. Ja. Ich wollte die Skistöcke aus dem Auto holen. Also ist die Skistöcke aus dem Auto geholt und dann war sie so mal so ein bisschen unbeaufsichtigt. Ja, ich hab einfach die Skistöcke geholt und dann hörte ich halt das Motorrad. Mhm. Habe ich geschaut und sah die Jessie auf der Hast gleich gehört, dass es ein Motorrad ist? Hast du nur ein Motorrad kommen gehört? Nein, vorher ist auch schon eins durchgerast. Hast du dem ersten oder dem zweiten nachgeschaut? Dem ersten nachgeschaut? Dem ersten habe ich ein bisschen nachgeschaut, aber dann habe ich mich wieder an die Arbeit gemacht. Fuhr der eigentlich schnell oder? Er fuhr ziemlich schnell, ja. Und dann kam das zweite. Ja. Und hast du gesehen, wie der angefahren kam oder? Nee, ich habe erst geschaut, als die Jessie auf der Straße war und das Motorradgeräusch halt ziemlich laut war. Mhm. Jetzt versuch dich nochmal zu erinnern, du schaust also dem ersten Motorrad hinterher. Wo ist denn da die Jessica? Die stand noch auf dem Gehsteig. Auf dem Gehsteig. Und merkst du dann, wie die Jessica losläuft oder Nein, siehst du das nicht? Eben nicht. Nicht. Und wann merkst du denn, dass die Jessica auf der Straße ist? Als ich das Brummen immer lauter wurde, ich schaue auf und sehe halt die Jessie auf der Straße. Hat die da gestanden oder war die da im Laufen? Im Laufen. War noch im Laufen? Mhm. Und du hast sie gerufen? Mhm. Was hast du dann gemacht? Sie ist stehen geblieben und dann habe ich sie zurückgerissen. Mhm. Wie weit war die denn von dir weg? 2-3 Schritte.
Schritte. Zwei, drei Schritte. Auf der Straße. Was hat denn eigentlich der Motorradfahrer gemacht? Hast du das gesehen? Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe bloß nachher noch gesehen, wie er davon schlitterte. Aber ja? Und dann ist die Mami umgefallen? Mhm. Ja, und bist du dann rüber zur Mami gelaufen? Mhm. Doch eine Frau hat mich weggeschickt. Ich soll meinen Vater holen dann. Tja. Gut, Frau Staatsanwältin, hätten Sie Fragen, die Sie über mich stellen möchten, bitte? Danke. Herr Nebenkläger, Vertreter, haben Sie Fragen? Ja, die ich auch über Sie stelle. Ja. Ob er schon öfters oder sehr oft auf das Kind aufgepasst hat. Ja. Ja. War das jetzt was ganz Neues für dich, dass du sagst, hui, plötzlich soll ich auf die Kleine aufpassen, das habe ich noch nie machen müssen? Oder war das, das muss ich ja immer als großer Bruder? Sollte ich öfters machen. Ja? Das wurde mir schon öfters gesagt. Ja. Also das ist nichts Neues für dich gewesen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ganz schon geklärt. Hätten Sie Fragen? Ja, gerne auch über Sie, Herr Vorsitzender. Mich würde interessieren, wo Florian, als er der Jesse die Sachen angab, stand auf dem Bürgersteig neben dem Auto oder auf der Fahrbahn hinter dem Auto? Mhm. Standst du dann eigentlich direkt hinterm Auto? Das Auto stand ja auf der Straße. Oder standst du da auf dem Bürgersteig? Ich stand direkt hinterm Auto. Direkt hinterm Auto. Ich war sogar ein bisschen im Kofferraum drin. Ein bisschen in den Kofferraum reingekrabbelt? Ja. Florian Reitenbach wird entlassen, darf aber im Gerichtssaal bleiben. Nächster Zeuge ist Polizeiobermeister Schürgers vom Verkehrsunfallkommando. Er hat den Unfall aufgenommen, sowie Lichtbilder und Skizzen gefertigt. Zunächst wird er nach der Beschilderung der Unfallstraße gefragt. Und nun sind da am Beginn der Blumenstraße so zwei Schilder, die man jetzt von der Rückseite sieht. Das sind Schilder, aus denen sich ergibt, dass das Ende der 30-Kilometer-Zone ist. Also richtig, und gleichzeitig für den Motorradfahrer kommend der Beginn vom Verkehrsberuhigten Bereich. Auf der anderen Seite dieser Schilder ist also das Zeichen, dass da jetzt 30 gilt, genau. Dass es Verkehrsberuhigte Zone ist. Mhm. Und die stehen da links und rechts so. Richtig, ja. Sind deutlich angebracht und auch nicht verdeckt gewesen. Also wenn zum Beispiel der Motorradfahrer von hier aus gesehen von rechts kommt und nach links in die Blumenstraße einbiegt, hat er dann schon Blick auf diese Schilder oder erst, wenn er eingebogen ist? Nein, schon wenn er kommt, auf alle Fälle. Weil die stehen links und rechts von der Fahrbahn und die haben. Im Kreuzungsbereich? Ja, Kreuzung, Einmündungsbereich. Einmündungsbereich. Und die haben ja doch eine ziemlich große Größe, circa einen Meter auf einen Meter. Mhm. Und sind so riesengroß. Die sind also schon frühzeitig zu erkennen. Ich mein, also Sie meinen, wenn der hier langsam fährt, um zu schauen, ob er gegenverkehrt, hätte man, wenn man sich dann umschaut, könnte man die sehen schon. Mehr will ich nicht wissen, danke. Haben Sie das gehört, Herr Neumeier? Kommen Sie mal vor. Schauen Sie mir die Schilder an. Hier und hier. Das ist jeweils die Rückseite. Haben Sie die nicht gesehen? Nee, weil ich mit dem Abbiegevorgang beschäftigt war. Es stellt sich dann immer die Frage, ob jemand, der mit dem Autofahren oder Motorradfahren so beschäftigt ist und deswegen Schilder nicht sehen kann, die einen Meter auf einen Meter groß sind, ob der dann geeignet zum Fahrzeugfahren ist. Verstehen Sie? Sie bleiben jedenfalls dabei, Sie haben sie nicht gesehen. Richtig. Das aber dass Sie sie hätten sehen können, wenn Sie sich das jetzt noch mal anschauen, was sagen Sie dazu? Herr Vorsitzender, Verkehrszeichen werden üblicherweise so aufgestellt, Ihr Verteidiger meint, dass Sie sie hätten sehen können. So verstehe ich. Dass man sie sieht, das ist klar. Ja. Irrtümer geschehen immer. Gut. Fragen noch an den Polizeibeamten? Keine. Der Polizeibeamte wird entlassen und sein Kollege Polizeiobermeister Tschuk als Zeuge aufgerufen. Es geht um einen Unfall, 4. März 1989. Da waren Sie als allererster, von der Polizei jedenfalls, an der Unfallstelle. Ja. Waren Sie da, als die Frau noch an dieser Stelle lag? Nein, wir sind nach dem Notarztwagen sind wir eingetroffen. Und bei unserem Eintreffen war die Frau bereits im Notarztwagen drin. Mhm. Haben Sie irgendwelche Feststellungen getroffen oder treffen können überhaupt noch, wo die jetzt genau gelegen war? Nein, also ich bin nur noch davon ausgegangen, was der Zeuge gesagt hat, wo seine Frau gelegen ist. Hat Ihnen das der Zeuge, der Herr Reitbach, damals gezeigt, die Stelle? Oder? Ja. Gut. Haben Sie auch Bremsspuren gesehen, mal ganz normal gefragt und auch Kratzspuren? Ja, vom Motorrad. Wie genau die liefen und lang waren, das haben Sie nicht ausgemessen? Nein. Die Fahrbahn war normal? Ja, sie war trocken und Teerdecke. Teerdecke, trocken, kein Split drauf, keine Ölspur, gar nichts drauf. Es sind Fotos gefertigt worden, wenn Sie sich die kurz anschauen, hat das so ausgeschaut, die Fahrbahn.
Ja. War verhältnismäßig gutes Wetter. Ja. Ja. Das war das Motorrad? Das war das Motorrad. Mhm. Gut. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Fragen? Danke. Der Zeuge Tschuck wird entlassen. Nächste Zeugin ist Susanne Schröter. Sie ist ledig und von Beruf Reisekauffrau. Ja, also es war so, es war ungefähr sowas 16:30 Uhr, also 16.30 Uhr, ja. Da wartete ich vor meiner Haustür auf ein Taxi, was ich bestellt habe. Ich sollte nämlich schleunigst zum Flughafen, sollte nämlich mit der nächsten Maschine nach Mallorca fliegen und eine erkrankte Kollegin dort vertreten. Na gut, und habe dabei beobachtet, dass schräg gegenüber der Kombi von der Familie Reitenbach gerade entladen wurde. Also? Und ich hörte plötzlich also ein Motorrad und guckte und da bog also ein Motorrad in die Blumenstraße ein und fuhr also mit Vollspeed die Straße entlang. Und ich guckte dem noch kurz nach und sah auch, dass die Frau Reitenbach dabei war, die Straße zu überqueren mit so einem roten Plastikschlitten. Mhm. Und der Motorradfahrer, also der fuhr auch ziemlich knapp an ihr vorbei. Und ich dachte noch, der spinnt, das ist eine verkehrsberuhigte Straße und fährt also mit so einem Tempo. Ja, und dann hörte ich eigentlich auch schon den zweiten Motorradfahrer, drehte mich um und der bog dann auch um die Ecke und fuhr eigentlich die gleiche Richtung. Wie fuhr denn der zweite genauso schnell? Ja, also der zweite Motorradfahrer fuhr mit derselben Geschwindigkeit wie der Vordermann. Mhm. Und ich guckte ihm nach und sah plötzlich die kleine Jessica mitten auf der Fahrbahn. Dann Sie haben jetzt gesagt, Sie haben dem ersten Motorradfahrer nachgeschaut und dann kommt schon der nächste. Ja. Ja, hören Sie den nächsten und schauen dem auch wieder zu. Und dann sehen Sie die Jessica. Ja. Auf der Straße. Also sie war da plötzlich mitten auf der Straße. Jetzt eine schwierige Frage. Sie haben gesagt, der fuhr sehr schnell. War es eher das, was da als Geschwindigkeit vorgeschrieben ist? 30, vielleicht 35, aber nicht mehr? Oder war es eher, dass Sie sagen, also für innerorts bei üblichen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 50 Stundenkilometer auch noch zu schnell? Das würde ich sagen, ja. Vielleicht können Sie es ja sagen, auf was Sie schätzen in Stundenkilometer? Also bestimmt mehr als 60. Ich schätze fast mehr in Richtung 70 Stundenkilometer. Haben Sie eigentlich diesen Wagen, der gegenüber geparkt war, haben Sie den eigentlich noch irgendwie beobachtet? Ich habe mich eigentlich mehr für das Taxi interessiert. Ja, ich habe dann keine Frage. Frau Staatsanwältin, hätten Sie noch Fragen? Die Staatsanwältin möchte wissen, wie weit die kleine Jessica in die Fahrbahn gelaufen war. Ich muss sagen, sie war eigentlich schon in der Mitte, also ja. Also ziemlich an der Mitte aus der Richtung des Fahrzeugs, von dem ja, sie weggelaufen ja. ist. Aber noch nicht über die Mitte in Nein, ihre Richtung. Nein, das nicht, aber so ungefähr in der Mitte, würde ich schon sagen. Gut. Noch Fragen? Danke. Keinerlei Fragen? Wird verzichtet auf Vereidigung. Ja. Die Zeugin Schröter wird entlassen. Sie möchte bis zum Ende der Verhandlung im Sitzungssaal bleiben. Dann wird die Bescheinigung über die Todesursache von Brigitte Reitenbach verlesen. Todeszeitpunkt 9.3.1989, 11.45 Uhr. Als Todesursache ist festgestellt Hirntod, Schädelhirntrauma nach Verkehrsunfall. Ja. Gut. Herr Neumeier, jetzt haben Sie ja noch mal die Frau Schröter gehört. Die Geschwindigkeit wird von ihr zwischen 60 und 70 angegeben, also jedenfalls weit deutlich mehr als 30, die da gelten, von denen Sie sagen, Sie haben sie damals nicht gesehen. Möchten Sie da weiterhin dabei bleiben, dass es nur so wenig gewesen ist? Verstehen Sie, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen Folgendes. Es war 16:30 Uhr. Nach Wasserburg hat es nicht mehr gereicht. Ewig lang hell bleibt es ja auch nicht im März. Man möchte dann da in diese Kiesgrube, haben Sie, glaube ich, erzählt, gell? Und irgendwie pressiert es einem dann. Und dann fährt der andere, der Freund, nach vorne weg und ist schon recht weit weg, schon am Ende der Straße. Und deswegen zuckelt man nicht so gemütlich, wie Sie das darstellen, sondern man gibt, weil es einem pressiert, mehr Gas, möglicherweise Vollgas. Könnte es auch so gewesen sein? Oder war es so? Herr Vorsitzender, der Angeklagte vermutet, 35 gefahren zu sein. Mhm. Man kann auch vermuten, dass es sich so abgespielt hat, wie Sie sagen. Verstehen Sie, es stellt sich ja in diesem Verfahren, wenn es zur Verurteilung kommt, wegen dieser Geschwindigkeitsüberschreitung, wenn die ursächlich gewesen ist, auch die Frage der Bestrafung.
Und dann ist es natürlich immer von nicht unerheblicher Bedeutung, ob der Angeklagte dann sagt, also ich sehe das jetzt so ein und das war auch so. Nur ist natürlich, je früher nach Einvernahme von Zeugen so eine Äußerung kommt, umso mehr fällt es später zugunsten des Angeklagten ins Gewicht. Wollen Sie da mal kurz unterbrechen oder möchten Sie es den Sachverständigen hören? Gerne, ich will gerne mit meinem Mandanten mal kurz sprechen. Ja gut, dann machen wir eine kurze Unterbrechung und dann, ja. Sie haben das ja jetzt alles mitbekommen, ich meine, überlegen Sie das noch einmal, wie das gewesen ist. Offenbar möchte der Richter Michael Neumeier eine goldene Brücke bauen, um ihm die Chance zu geben, seine Aussage über die Geschwindigkeit kurz vor dem Unfall zu korrigieren. Ob es seinem Anwalt gelingt, ihn zu einem Eingeständnis seines Fahrfehlers zu bewegen, bleibt abzuwarten. Ja, nun scheint ja festzustehen, Herr Hertel, dass der Michael Neumeier erheblich zu schnell gefahren ist. Und dann steht ja auch noch die Aufsichtspflichtverletzung im Raum. Was bedeutet das nun in unserem Fall? Neumeier ist zu schnell gefahren, deutlich ausgeschilderte 30-Kilometer-Zone, Wohngegend, ganz erhebliches Verschulden am Zustandekommen des Unfalls. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass auch die Frau Reitenbach sich eine Aufsichtspflichtverletzung anlasten muss. Sie war zu sorglos. Ich denke, wenn ich die beiden Verursachungsbeiträge und Verschuldensbeiträge abwäge, Michael Neumeier 3/4, Frau Reitenbach 1/4 und dieses eine Viertel müssen sich Herr Reitenbach und die Kinder bei der Bewertung ihrer Schadenersatzansprüche anrechnen lassen. Beispiel, der Aufwand beträgt 3.500, 3.600 Mark. Ein Viertel wird nicht ersetzt wegen des Mitverschuldens der getöteten Mutter. Ungefähr 900 Mark nicht ersetzt. Auf der anderen Seite sagt die Rechtsprechung, dass Herr Reitenbach die Ersparnisse, die er durch den Wegfall der Unterhaltsverpflichtung gegenüber seiner Ehefrau hat, auf diese Haftungsquote anrechnen kann. Und da stellen wir 500 Mark Einsparung, 900 Mark Belastung durch Mitverschulden. Dann verbleibt letztlich nur noch eine Differenz von 400 Mark, die er selber tragen muss. Es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit, Herr Hertel, dass nämlich Herr Reitenbach Frau Schröter heiratet. Die kleine Jessica hat ja schon mal Mama gesagt. Also ich meine, rein theoretisch wäre das ja auch noch drin. Wäre drin und möglich, wenn Herr Reitenbach Frau Schröter heiratet, dann gibt es eine neue Mutter. Sie übernimmt natürlich auch die Pflege für die Kinder. Und dann würden die Ersatzkräfte und der Aufwand dafür entfallen. Aber jetzt zurück zur Gerichtsverhandlung. Der kleine Florian ist schon nach Hause gegangen, denn offensichtlich hat ihn die Erinnerung an den Unfall und den Tod seiner Mutter zu sehr mitgenommen. Aber jetzt gibt erst einmal der Angeklagte eine Erklärung ab. Also, es bleibt dabei, dass ich gerollt bin, dann abgebogen bin, die Schilder nicht gesehen habe. Aber es könnte sein, dass ich etwas schneller gefahren bin, als ich vorhin angegeben habe. Mhm. Wie viel schneller? Naja, ich wollte halt meinen Freund einholen. Also so schnell wie möglich? Nein, so schnell wie möglich nicht. Wenn Sie jemand einholen wollen, werden Sie wahrscheinlich nicht absichtlich langsam fahren, oder? Das ist richtig. Ja. Vielleicht hören Sie die Frau Schröter noch mal dazu, wie er um die Kurve gefahren ist schon. Ja. Und dann meine ich, steht auch fest, ob er bewusst die Unwahrheit sagt. Irgendwelche Einwendungen dagegen? Keine. Gibt wohl auch keine. Frau Schröter, Sie haben ja die Frage gehört. Haben Sie was gesehen, wie der schon aus der Waldstraße eingebogen ist in die Blumenstraße? Ja, ich habe ihn gesehen, wie er eingebogen ist. Und ich muss sagen, also er hatte wirklich ein ziemliches Tempo drauf, vor allem, weil er sich ja auch in die Kurve gelegt hat. Also der hatte so eine Geschwindigkeit, dass er sich da so reinlegt? Ja, genau. Wir haben so richtig in der Schrägen um die Kurve. Mhm. Wie würden Sie die Geschwindigkeit schätzen? Ach Gott, ich bin kein Motorradfahrer, aber vielleicht 10 Stundenkilometer weniger als dann in der Geraden, wo er dann wieder mehr beschleunigt hat. Also das ist nicht möglich. Oder 10, 15. Herr Neumeier, also Sie können Fragen an die Zeugin stellen, aber keine so Kommentare. Sowas hilft überhaupt nicht weiter. Die Zeugin sagt das und wir werden Ihre Aussage zur Kenntnis nehmen und nachher prüfen, ob das möglich ist oder nicht. Ja? Sie meinen also, er hat dann von diesem Einbiegevorgang die Geschwindigkeit nur noch unwesentlich erhöht? Ja, also er ist wirklich mit einem ziemlichen Tempo eingebogen. Mhm. Mhm. Gut.
Gut. Frau Staatsanwältin, haben Sie noch Fragen dazu? Nein. Herr Verteidiger, Sie noch Fragen? Ja, Frau Schröter, ich wundere mich doch etwas über Ihre Aussage. Das muss ich ganz offen sagen. Sie haben das erste Motorrad gesehen. Ja. Und haben schon gesagt, das donnerte vorbei. Und hatten dann Sorge, dass der Frau Reifenbach etwas passiert, die über die Straße ging, sodass ihre gesamte Aufmerksamkeit eigentlich in die andere Richtung gerichtet war. Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich habe mich dann schon wieder so langsam abgewendet, um zu gucken, also um nach meinem Taxi zu gucken, nachdem ich sah, sie fuhr an der Frau Reifenbach vorbei und es ist nichts passiert, war ich eigentlich schon wieder mit meinem Kopf beim Taxi mehr gewesen, weil das ist ja eigentlich mein primäres Problem gewesen. Und da hörte ich dann das zweite Motorrad. Also Ihre polizeiliche Vernehmung setzt sich mit diesem Einbiegevorgang nicht auseinander. Da sind Sie offensichtlich nie nachgefragt worden. Ja, das ist nicht gefragt worden, nein. Der Richter beendet die erneute Befragung von Frau Schröter und bittet den technischen Sachverständigen um sein Gutachten. Nun, zunächst interessiert die Geschwindigkeit des Angeklagten. Ich gehe da von der polizeilichen Skizze aus, die ja in den wesentlichen Punkten maßstäblich ist. Die Drahtspuren waren 13,50 Meter lang. Dann berechnet sich die Geschwindigkeit für den Augenblick, als das Rad auf die Fahrbahn gestürzt war, zu mindestens 51 km/h. Nun kann man auch gleich nachprüfen, ob das tatsächlich realistisch ist. Wenn er also in der Waldstraße abgebogen war, dann war dies etwa 70 Meter vor der späteren Unfallstelle, also da, wo das Kind in die Fahrbahn gelaufen war. Dann verblieben gut 60 Meter für Beschleunigung. Mhm. Nun kann man rückrechnen, dass die kritische Kurvengeschwindigkeit bei etwa 35 km/h war. Also mit 25 km/h konnte er bequem noch um die Rechtskurve fahren. Mhm. Und wenn er dann zügig beschleunigt hat, dann hätte er nur etwa 40 Meter beschleunigen müssen, um schon in den Bereich, den ich errechnet habe, zu kommen. Mhm. Also es ist keine Frage, dass bei dem Fahrverhalten, das von den Zeugen bekundet worden ist, beim Einbiegen und dann beim Weiterfahren, dass er dann in dem Augenblick, wo er dann die Bremsung eingeleitet hatte, auch tatsächlich diese 60 bis 57 km/h erreichen konnte. Ja. Also, und wenn die Zeugin sagt, dass er sich in die Kurve gelegt hat, dann spricht ja, das dafür, dass eine höhere Geschwindigkeit gefahren ist? Dann muss ich von diesen mindestens 25 km/h ausgehen. Gut, ja, bitte. Jetzt zur Reaktion. Die kann man in etwa eingrenzen. Der Angeklagte hat also offensichtlich spontan reagiert. Ich gehe mal davon aus, dass das Kind etwa dort reingelaufen war und gestanden war, wo die Bremsspur begonnen hatte. Dann war er also in der Größenordnung von etwa 16 Meter mindestens von dem Kind entfernt, als er reagiert hat. Stellt sich also die Frage, ob der Unfall vermieden worden wäre, wenn er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h eingehalten hätte. Und errechnet sich dann der notwendige Anhalteweg zu etwa 13,10 Meter, also runde 13 Meter hätte er benötigt, um aus 30 km/h zum Stehen zu kommen. Wenn man diesen auf den konkreten Reaktionspunkt rückrechnet, also nämlich auf die 16 Meter, dann ergibt sich, dass er aus 30 km/h, wenn er dann so reagiert hätte, wie er reagiert hatte, wäre er bequem vor dem Kind zum Stehen gekommen und er hätte die Herrschaft über das Motorrad nicht verloren. Ja, also wenn er 30 gefahren wäre, zusammenfassend, dann hätte er vor dem Strecke anhalten können vor dem Kind. Wie verhält sich denn der Bremsweg, also die Verzögerung des Fahrzeugs, in Relation zur Geschwindigkeit? Um aus 60 km/h bis zum Stillstand bremsen zu können, hätte der Angeklagte aufgerundet etwa 38 Meter benötigt. Bei 30 km/h, also halber Geschwindigkeit, hätte er nur 13 Meter benötigt. Danke. Noch Fragen, Herr Verteidiger? Ja, ich habe einige Fragen, Herr Sachverständiger. Bei Ihren Verzögerungswerten, haben Sie da berücksichtigt, dass es sich hier um Reifen handelt, die unter Umständen keine gute Bodenhaftung haben? Bei trockener Fahrbahn macht es nicht den großen Unterschied, ob grobstollig oder fein profiliert. Also mit Sportmaschinen, mit normaler Straßenbereifung würde man 8,5 bis noch mehr Verzögerung erreichen können. Also insofern habe ich auch da einen Zugunstenwert unterstellt. Gut, noch Fragen? Anträge zur Vereidigung werden nicht gestellt, dann bleibt der Sachverständige unbeeidigt. Vielen Dank, Herr Wiedemann, für Ihr Gutachten. Gut, Herr Neumeier, Sie haben jetzt das Gutachten vom Sachverständigen gehört. Zu Beginn des Prozesses haben Sie ja mal spontan geäußert, dass das alles Quatsch ist und Unsinn, was der Sachverständige sagt. So als Quatsch und Unsinn hört sich das an sich nicht an. Oder haben Sie irgendwelche
Einwendungen gegen das, was der Sachverständige ausgeführt hat? Ich bleibe dabei zu was ich vorhin gesagt habe. Das ist was anderes, ob Sie dabei bleiben, ob Sie irgendwas sagen, was der Sachverständige falsch gemacht hat, ob Sie da was meinen. Zum Sachverständigengutachten zunächst mal keine Äußerung. Na gut. Der technische Sachverständige wird entlassen. Dann stellt der Verkehrsrichter fest, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist. Allerdings hat Michael Neumeier im Jahr 1988 drei Bußgeldbescheide wegen überhöhter Geschwindigkeit erhalten. Außerdem war ein Fahrverbot von einem Monat gegen ihn verhängt worden. Ja, ich hatte Pech, die haben mich jedes Mal rausgewunken. Herr Neumeier, was heißt Pech? Sie sind zu schnell gefahren, deswegen sind Sie rausgewunken worden, nicht weil Sie Pech gehabt haben. Außerdem haben Sie einen Monat Fahrverbot bekommen. Das macht natürlich kein gutes Bild. Schauen Sie, Sie haben den Führerschein seit 3 Jahren und im letzten Sommer sind Sie 3-mal erwischt worden beim zu schnell fahren. Sie sind nicht anstatt 60, 68 oder 73 oder 75 gefahren oder anstatt 100, 110 oder 80, 90 oder 95, sondern anstatt 80, 125 sind 45 Stundenkilometer mehr. Das ist mehr als die Hälfte mehr. 100, 132, naja, ist ein Drittel mehr. Also das sind ja schon gewaltige Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wissen Sie, und wenn Sie mir dann erzählen, dass Sie da es eilig hatten, dem Freund hinterher wollten, dann glaube ich schon, dass Sie da mindestens, wie es der Sachverständige hier geschildert hat, mit 57 gefahren sind, wo 30 ist. Naja, ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt, der mal zu schnell fährt. Nein, aber Sie sind heute der Einzige, der hier auf der Anklagebank sitzt, mit der ganz schweren Belastung, dass dabei eine Frau zu Tode gekommen ist. Eine Mutter, eine, wie sagt man da, eine Hausfrau zu einer Familie. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht, was das für Auswirkungen in diesem Bereich eigentlich hat? Ja. Haben Sie nach dem Unfall sich eigentlich mal irgendwie mit den Hinterbliebenen in Verbindung gesetzt? Nicht. Warum nicht? Waren Sie es wurscht oder hatten Sie Angst vor denen oder waren das unangenehm oder peinlich oder? Naja, ist ja nicht gerade schön, wenn eine Frau stirbt, ne? Dass das nicht gerade schön ist, ist sicherlich verhältnismäßig milde noch ausgedrückt, ja. Können Sie sich vorstellen, dass das für die Person, die das betrifft, eine absolute Katastrophe ist? Für die Kinder, die drei, und den Ehemann. Können Sie sich das vorstellen? Gut, Frau Staatsanwältin, dann darf ich um Ihre Ausführungen bitten. Ich hatte an sich vor, auch in dem Zusammenhang zu sagen, dass Pech in erster Linie für die Familie Reitenbach eingetreten ist und dass das vielleicht etwas aus dem Blickpunkt des Angeklagten geraten ist im Laufe dieser Hauptverhandlung. Im Übrigen ist in Kürze zu sagen, dass sich der Angeklagte, wie sich das aus der Hauptverhandlung ergeben hat, eines Vergehens der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat. Der Angeklagte ist beträchtlich zu schnell gefahren. Er ist nämlich doppelt so schnell gefahren, als er hätte fahren dürfen. Offenbar meint der Angeklagte, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen der Volksverdummung dienen und jedenfalls nicht für ihn gelten sollen. So ist es aber nicht. Pech war für den Angeklagten, dass ihm das Kind in die Straße reingelaufen ist. Und ich gehe auch davon aus, wie der Angeklagte das ausgeführt hat, dass er die Jessica erst gesehen hat, als sie zwischen den Autos durchgekommen war und sozusagen ihm in die Fahrbahn lief. Aber die Situation ist natürlich auch diejenige, dass er durchaus hätte adäquat reagieren können, wenn er sich an die Geschwindigkeit gehalten hätte, an die er sich hätte halten müssen, nämlich an 30 Stundenkilometer. Dass jemand diese Schilder da beim Einbiegen nicht sieht. Also das ist mir ganz einfach nicht nachvollziehbar. Besonders dann, wenn der Angeklagte so gefahren ist, wie er behauptet. Hier sind einige unglückliche Zufälle tatsächlich eingetreten, nämlich das Kind, das unvorhergesehen auf die Fahrbahn gelaufen ist und die Tatsache, dass an der Stelle, wo der Angeklagte mit seinem Motorrad hingeschlittert ist, dass gerade an dieser Stelle die Frau Reitenbach lief. Aber die eigentliche Gefahrensituation ging vom Angeklagten selbst aus und zwar deswegen, weil er so wahnsinnig schnell gefahren ist, dass er eigentlich auf überhaupt keine unvorhergesehene Situation mehr richtig reagieren konnte. Zum Vorwurf der Fahrlässigkeit bemerkt die Staatsanwältin, wenn man als Auto- oder Motorradfahrer im Straßenverkehr unterwegs sei, habe man mit überraschenden Ereignissen zu rechnen. Auch damit, dass ein Kind urplötzlich auf die Straße rennt. Insbesondere gelte dies für verkehrsberuhigte Straßen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit dürfe keinesfalls überschritten werden. Diesen Grundsatz habe der Angeklagte missachtet und sei deshalb für den Unfall verantwortlich.
Die besondere Tragik liege darin, dass dadurch eine Mutter von drei Kindern ums Leben gekommen sei. Was die Strafzumessung angeht, will ich vielleicht auch mal was dazu sagen, dass die fahrlässige Tötung kein Kavaliersdelikt ist. Die Staatsanwältin stellt weiter fest, dass für fahrlässige Tötung eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren verhängt werden könne. Zu einer Geldstrafe könne nur verurteilt werden, wenn Gericht und Staatsanwaltschaft davon ausgingen, dass eine Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten nicht angemessen wäre. Zugunsten des Angeklagten sei hier zu berücksichtigen, dass die Mutter dieser Kinder möglicherweise tatsächlich ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Ich gehe davon aus, dass der Florian gewöhnt ist, auf seine kleineren Geschwister aufzupassen. Die andere Seite der Medaille ist, dass jeder Erwachsene weiß, dass ein 11-jähriger Junge nicht in demselben Umfang in der Lage ist, die Situation richtig einzuschätzen. So geschehen auch in diesem Fall. Zugunsten des Angeklagten berücksichtigt die Staatsanwältin außerdem, dass er selbst verletzt und sein Motorrad beschädigt worden sei. Zulasten des Angeklagten ist zu berücksichtigen, dass er nämlich auf starkem Kriegsfuß steht mit den Vorschriften über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Unter Berücksichtigung dieser für und gegen den Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte bin ich der Auffassung, dass eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten oder mehr als 6 Monaten hier übersetzt wäre. Ich beantrage den Angeklagten daher, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu verurteilen und den Tagessatz entsprechend seinen wirtschaftlichen Verhältnissen auf 60 D-Mark festzusetzen. Indessen bin ich der Auffassung, dass dem Angeklagten der Führerschein zu entziehen ist, die Fahrerlaubnis einzuziehen ist und eine Sperrfrist von mindestens 6 Monaten festzusetzen ist. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Nebenklägervertreter. Hohes Gericht, Herr Kollege, Frau Staatsanwältin, Sie haben die Katastrophe angesprochen, die die Familie getroffen hat. Das ist natürlich zum Teil auch eine finanzielle Katastrophe. Nun gut, hier wird nicht der Zivilprozess entschieden. Allerdings, Sie wissen auch, eine gewisse Indizwirkung geht schon von einem Strafurteil aus. Das Gesetz, Herr Vorsitzender, beschreibt nur die höchst zulässige Geschwindigkeit. In dieser Wohngegend, in dem verkehrsberuhigten Bereich, war eine Geschwindigkeit von maximal 30 Kilometer bei besten Bedingungen zulässig. Der Vertreter der Nebenklage ist der Ansicht, Michael Neumeier hätte in der verkehrsberuhigten Zone höchstens 20 Kilometer in der Stunde fahren dürfen, weil im Bereich der Unfallstelle links und rechts Fahrzeuge geparkt gewesen wären. Der Angeklagte habe demnach die zulässige Geschwindigkeit nicht um das Doppelte, sondern um das Dreifache überschritten. Außerdem verlange die Rechtsprechung, dass ein Kraftfahrer, der durch eine verkehrsberuhigte Zone fährt, immer bremsbereit sein müsse. Auch diese Vorschrift habe der Angeklagte missachtet. Man verlangt von einem Kraftfahrer, dass er, das gilt für alle Fälle, dass er nicht nur die Straße beobachtet, sondern auch den Verkehrsraum links und rechts von der Straße. Das gilt natürlich umso eher in verkehrsberuhigten Zonen. Die sind auch geschaffen für Kinder, damit die sich dort freier bewegen können. Was hat Ihnen der Angeklagte gesagt? Ja, was soll ich links und rechts gucken? Ich schaue nur auf die Straße. Jetzt komme ich aber, Frau Staatsanwältin, zu dem Punkt, wo Sie meinen, es läge ein Mitverschulden der getöteten Mutter vor. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, hier handelt es sich um eine verkehrsberuhigte Zone. Dort genügt es nach der Rechtsprechung schon, wenn ein zum Beispiel 5-jähriges Kind alleine in der Nähe einer Straße spielt und von Zeit zu Zeit beobachtet wird. Hier war es ja so, das Kind war überhaupt nicht alleine. Es war ja der 11-jährige Florian mit dabei. Und Sie haben doch selbst den Eindruck von dem Kind bekommen, das ist ein sehr aufgewecktes Kind, das trainiert ist, das schon sehr oft mit dem Kind unterwegs war, ohne dass es irgendwelche Beanschauungen gab. Ich bin nach alledem der Meinung, dass eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht vorliegt. Ich verkneife mir den Satz, dass der Florian vielleicht vernünftiger ist, wenn ich hier rüber gucke, als manch einer, der angeblich erwachsen ist. Ich bitte deshalb nochmal gewissenhaft um Überprüfung dieses Punktes und stelle die Strafe im Übrigen in das Ermessen des Gerichts. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Herr Vorsitzender, Frau Staatsanwältin, Herr Kollege. Ich stehe hier, um ein gerechtes Urteil für diesen jungen Mann zu bitten. Und Sie können sicher sein, dass Herr Neumeier von diesem furchtbaren Ergebnis dieses Verkehrsunfalls betroffen ist, dass er sich nur hier nicht ausdrücken kann. Zunächst einmal wird die Verantwortlichkeit in keiner Weise bestritten, aber es ist hier eben doch eine Reihe, eine Verkettung verschiedenster Umstände zu sehen, die zu dieser tragischen Folge geführt hat, die aber doch zu einem großen Teil zugunsten des Angeklagten zu würdigen sind, und zwar mit Wirkung auf das Strafmaß. Herr Neumeier fährt um die Ecke der Waldstraße in die Blumenstraße, und wir haben vom Sachverständigen gehört,
dass er das mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 bis 30 höchstens getan haben kann. Er hat dann, das müssen wir ihm abnehmen, die beiden Verkehrsschilder der verkehrsberuhigten Zone nicht gesehen. Der Verteidiger weist darauf hin, dass Verkehrsschilder zur Kenntlichmachung verkehrsberuhigter Zonen allein oft nicht genügten, sondern vielfach andere geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen, Bodenschwellen, Blumenkübel oder sonstige Hindernisse nötig seien, um solche Zonen zu kennzeichnen. Deshalb müsse man seinem Mandanten glauben, dass er die Schilder übersehen habe. Er ist dann gefahren, hat beschleunigt auf eine Geschwindigkeit letzten Endes von zugunsten des Angeklagten 57. Er hat das Kind gesehen, das auf die Straße gelaufen ist, und hat sofort reagiert. Diese Reaktion ist in diesen Umständen besser wohl nicht möglich. Zugunsten des Angeklagten spricht weiter. Das muss man hier leider betonen, dass doch eine erhebliche Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt. Selbst wenn 11-jährige Kinder, die trainiert sind, die in der Großstadt aufgewachsen sind, die sich als zuverlässig erwiesen haben, man kann sie allein am Straßenverkehr teilnehmen lassen. Aber man kann ihnen sicherlich nicht gleichzeitig die Aufsicht über kleinere Kinder, insbesondere über ein Kleinkind, ein 4-jähriges Mädchen, das also völlig unkontrollierte Reaktionen noch zeigen kann, aufbürden. Die Familie kam von einer längeren Autofahrt, war offenbar mit einer Stimmung, die man ist eben endlich zu Hause und alles wuselte herum. Der Vater ging in den Keller und in dieser Situation ist die Verstorbene losgegangen, hat sicherlich zu dem Florian gesagt, pass mal auf, aber das reichte in dieser Situation nicht. Ihr in der Schule beigebracht, dass sie sich Herr, ja, das ist Herr richtig. Reitenbach, wenn Sie verstehe, bitte wie alle anderen bisher auch, verstehen Sie, ruhig bleiben. Ich kann verstehen, dass Sie es nicht gerne haben, wenn Vorwürfe gegen Ihre verstorbene Frau erhoben werden. Aber, aber es geht heute um den Angeklagten. Und da ist natürlich der Verteidiger berufen, alle Umstände, die für den Angeklagten sprechen, hervorzuheben. Und das ist ein gutes Recht. Und ich habe Verständnis dafür, wenn Ihnen das nicht passt. Aber wenn Sie nicht in der Lage sind, das ruhig mit anzuhören, müsste ich Sie bitten, so lange draußen zu warten. Wenn da das Urteil verkündet wird, können Sie wieder reinkommen. Ja? Bitte sehr, Verteidiger. Dann kommt der Verteidiger auf den möglichen Entzug der Fahrerlaubnis zu sprechen. Insbesondere sehe ich keinen Grund, ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. Es ist richtig, dass hier gehäuft Geschwindigkeitsübertretungen vorgelegen haben. Und zwar durchaus auch Geschwindigkeitsübertretungen von einem gewissen Gewicht. Wenn der Angeklagte vorhin in seiner etwas ungeschickten Art sagte, er habe Pech gehabt, dann hat er insofern Pech gehabt, als er geschnappt ist. Normalerweise fährt ein Motorradfahrer geschützt vor allen Kameras und Nachstellungen durch seinen Sturzhelm. Und insofern ist es in Anführungsstrichen Pech, ohne die Dinge zu mildern, dass ein Motorradfahrer herausgewinkt wird und eben dann persönlich festgestellt wird. Das wollte er sagen. Sie können, sollten ihm aber abnehmen, dass ihn das Ganze sehr betroffen hat. Mein Antrag ist also ein wesentlich geringeres Urteil. Man könnte auch an eine Einstellung denken, nach 153a natürlich, dann aber mit einer ganz erheblichen Geldbuße. Das rege ich hier an, und zwar auch von mir aus als Verteidiger mit einer spürbaren Geldbuße, die also mindestens auch hier in der beantragten Strafhöhe dann liegen könnte. Bedarf der Zustimmung? Nein. Angebot wird von der Staatsanwaltschaft gleich abgelehnt. Ja, Herr Neumeier. Sie haben als Angeklagter das letzte Wort. Wir geben Ihnen Gelegenheit, wenn Sie wollen, was dazu zu sagen. Also, ich kann halt nur sagen, ich bin ein Arbeiter, ja? Mhm. Und die reden halt nicht viel. Und dass die Frau von dem Herrn gestorben ist, das tut mir halt unheimlich leid. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, Herr Hertel, nach allem, was wir jetzt gehört haben, sieht es ja sehr günstig aus für den Herrn Reitenbach. Aber was ist jetzt mit Michael Neumeier, mit seinem beschädigten Motorrad, mit seinen Verletzungen? Was ist mit dem Schmerzensgeld? Er bekommt ein Viertel seines Schadens wegen der Aufsichtspflichtverletzung der Frau Reitenbach. Ein Viertel des Schadens, Motorrad 2.500 Mark, Schmerzensgeld und sonstige Ansprüche möglicherweise 1.000 Mark.
Gesamtschaden 3.500 Mark. Wenn er 1.000 Mark bekommt, ist er noch gut dabei. Ja, nun ist es ja so, der Anwalt hat gesagt, er hätte die Schilder, der Michael, hätte die Schilder übersehen können unter Umständen. Aber für meine Begriffe hat der Verteidiger von ihm, der Anwalt eben, zweierlei verwechselt. Nämlich die Spielstraßenschilder, die ja eigentlich ganz klar sind, blau, man sieht spielende Kinder drauf. Und in solchen Zonen darf man ja überhaupt nur Schritt fahren, also eigentlich wie ein Fußgänger sich nur bewegen. Ja, und dann die 30 Kilometer Zonenschilder, die sind ja ganz deutlich. Solche Schilder gibt es ja schon, sieht man häufig in Wohngebieten. Und ich kenne welche, da gibt es dann das, was man in Amerika schlafende Polizisten nennt. Das sind solche dicken Bodenschwellen und da kann man überhaupt nicht schneller fahren. Diese Schilder sind wirklich nicht zu übersehen. Und ich möchte wirklich meinen, dass man sie beachten muss, auch dann, wenn diese Bodenschwellen oder schlafenden Polizisten nicht da sind, weil sie davon unabhängig gelten. Und man muss immer beachten und sich vor Augen führen, dass es Höchstgeschwindigkeiten sind, die dort erlaubt sind und unter bestimmten Umständen sogar noch deutlich unterschritten werden müssen. Vielen Dank, Herr Hertel. Und jetzt hören wir das Urteil des Verkehrsrichters. Der Angeklagte Neumeier Michael, geboren 18.01.1967 in München, weitere Personalien wie erhoben, ist schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Tötung. Er wird deswegen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen der DM60 verurteilt. Die Fahrerlaubnis wird entzogen, der Führerschein wird eingezogen. Die Verwaltungsbehörde wird angewiesen, vor Ablauf von 9 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens sowie seine eigenen notwendigen Auslagen zu tragen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Herr Neumeier, aufgrund der Angaben der Zeugin Schröter konnte sich das Gericht ein Bild von dem Geschehen vor und bis zum Unfall machen. Aufgrund der Aussagen der Zeugin Schröter, die durch das Sachverständigengutachten im Wesentlichen bestätigt wurden, stehe fest, dass der Angeklagte die Blumenstraße mit mindestens 57 Kilometern in der Stunde befahren habe. Ihre Einlassung lautet leider anders. Das ist kein Grund, weswegen Sie eine höhere Strafe bekommen haben, weil Sie sich nicht da angeschlossen haben, sondern es ist möglicherweise ein Grund gewesen, warum man einen weiteren Strafmilderungsgrund nicht hat finden können. Es ist weiterhin klipp und klar, dass wenn Sie so schnell gefahren wären, wie Sie fahren durften, nämlich 30 Stundenkilometer, diesen Unfall auf jeden Fall leicht um Meter vermieden hätten. Sie haben sicherlich nach besten Kräften versucht, hier auszuweichen und einen Zusammenstoß mit allen Mitteln zu vermeiden. Das lässt aber den Fahrlässigkeitsvorwurf nur wenig nach unten drücken oder nach unten rutschen, weil natürlich die Geschwindigkeitsüberschreitung erheblich war. Es waren 30 vorgeschrieben und dazu muss ich Ihnen eines sagen, wenn einer auf dem Motorrad sitzt, wie das Foto hier zeigt, in eine Straße einbiegt, wo links ein Schild ist, einen Quadratmeter groß, wo 30 draufsteht, und rechts ein Schild ist, einen Quadratmeter groß, da steht 30 drauf, in einem roten Ring mit einer schwarzen Ziffer auf weißem Grund, und diese Schilder nicht sieht, dann ist das schlichtweg unmöglich. Zu dem Argument, ob eine unter Umständen vorliegende Aufsichtspflichtverletzung zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen sei, sagt der Richter: Es stellt sich hier die Frage, ob die später Getötete, die Mutter des Kindes, hier vernünftigerweise hätte etwas machen können, wodurch die Ursache verhindert worden wäre. Und ich bin schon der Meinung, dass eine Mutter, die nach einer längeren Reise mit ihrer Familie aus dem Auto aussteigt, ihr kleinstes Kind an die Hand nimmt, mit über die Straße, denn das kleine Kinder gerade ihren Müttern oder auch Vätern öfters hinterherlaufen. Das ist eine altbekannte Tatsache. Zu ihren Gunsten ist jedenfalls im Strafverfahren zu berücksichtigen, dass die Frau Weitenbach auf jeden Fall vernünftigerweise hätte, aus Sicht des Gerichtes hätte etwas tun können und müssen, was auf der Hand gelegen hat, was sie unterlassen hat, was mit zu dem Unfall beigetragen hat. Außerdem berücksichtigt der Richter zugunsten des Angeklagten, dass er bei dem Unfall selbst verletzt wurde. Dass Michael Neumeier in der Tempo-30-Zone besonders bremsbereit hätte sein müssen, hält der Richter für übertrieben. Zu ihren Lasten geht, dass sie in dem Sommer zuvor in einer
auch für ein Verkehrsgericht ungewöhnlichen Massierung genau das getan haben, was hier auch wieder Ursache des Unfalls war, nämlich Geschwindigkeiten in einem Bereich überschritten haben, der als satt zu bezeichnen ist. Deswegen mussten diese Ordnungswidrigkeiten und die Bußgeldbescheide nach Auffassung des Gerichtes schon in nicht unerheblichem Umfange bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Und da komme ich dann auch schon dazu, dass ich Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen habe und eine Sperre von 9 Monaten angeordnet habe, weil nach Auffassung des Gerichtes diese Zeit notwendig ist, um auf Sie entsprechend einzuwirken, dass Sie Ihre Einstellung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr und den Vorschriften, gerade den Geschwindigkeitsvorschriften im Straßenverkehr, doch ganz erheblich reduzieren. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind nicht Dinge, die für bürgerliche Spießer gelten, die so blöd sind, sich an alles zu halten, sondern Geschwindigkeitsbeschränkungen sind einfach Einschränkungen und Vorschriften, an die man sich aus diesem Grunde, um andere zu schützen und möglicherweise auch sich selbst zu schützen, auch einhalten muss. Es geht dann noch Beschluss gemäß § 111a, dass dem Angeklagten die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wird. Da zu erwarten ist, dass sie ihm auf Dauer entzogen werden wird. Sie dürfen also ab jetzt nicht mehr fahren. Ja, das habe ich Ihnen hiermit jetzt ganz deutlich gesagt. Wenn Sie erwischt werden, ist das so ähnlich wie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darf ich vielleicht gleich um den Führerschein bitten? Fahren dürfen Sie ja sowieso nicht. Haben Sie Ihren Führerschein heute dabei? Haben Sie nicht dabei? Sie sollten sehen, dass Sie ihn bald zu den Akten bringen. Ein tragischer Unfall, der hätte vermieden werden können, wenn sich der Motorradfahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hätte. Die Tempo-30-Zonen in den Wohngebieten sind ja nicht als Schikane, sondern zum Schutz der Fußgänger, besonders der Kinder, eingeführt worden. Dieses vernünftige Tempolimit sollte möglichst schnell in unser Bewusstsein eingehen als notwendige Selbstverständlichkeit. Ja, die Sache ist dann für heute beendet. Ich nehme an, dass da keine Erklärungen abgegeben werden. Zurzeit nicht, nein. Zurzeit nicht. Gut. Thank you.